Freddy Jäkel, 1-1 heute. Sie werden mir recht geben, es ist einfach zu wenig für den Aufwand und für das Punktekonto. Definitiv. Wir sind in die Partie reingegangen und wollten gewinnen. Das haben wir uns vorgenommen. Das haben wir auch klar angesprochen. Und ich bin auch der Meinung, das hätten wir definitiv verdient gehabt. Die Chancen waren da. Vor allem auch in der zweiten Halbzeit, da hatten wir große Chancen gehabt und haben uns leider nicht belohnt. Von Greuther Fürth kam zweite Halbzeit, aber auch schon erste Halbzeit sehr wenig nach vorne, muss man sagen. Und ja, wir hätten es definitiv verdient gehabt, das Spiel zu gewinnen. So stehen wir jetzt mit einem Punkt da. Ist ja erstmal besser als kein Punkt, muss man auch sagen. Aber ich denke, mit der Leistung ist es natürlich schade, dass wir nicht drei Punkte haben, aber mit der Einstellung und wie wir das Spiel bestritten haben und dass wir das Herz auf den Platz gelassen haben, muss auch der Anspruch sein jetzt für die letzten drei Spiele definitiv. Zentrale Szene, der Elfmeter, Zweikampf Jäkel gegen den Fürther Kapitän Rogotta. Halb rutscht er aus, halb leicht getroffen. Wie hat Freddy Jäkel die Szene gesehen? Ja, im Spiel war das sehr schnell, aber jetzt habe ich es mir gerade nochmal auf dem Fernseher angeschaut. Für mich, wie Sie auch gesagt haben, rutscht er erst weg und danach treffe ich ihn. Also bin ich der Meinung, dass es kein Elfmeter ist, sehr strittiger Elfmeter. Und ich finde auch, dass es für so welche Szenen auch kein Elfmeter schon in der Saison gegeben hat. Dann gibt es noch eine Wiederholung des Elfmeters, der korrekt ist zwar von den Regeln her, aber umso bitterer genau wie der Pfostenschuss und das Abseitstor, was von Arminian auch noch gefolgt ist in der Schlussphase. Ja, das ist bitter, weil die Emotionen sind da. Man explodiert, weil Martin den Elfmeter gut hält. Und dann wird man halt wieder so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, sage ich mal. Und das ist natürlich schade. Ist in den Regeln so. Ja, können wir uns auch nichts verkaufen. Aber wir geben nicht auf, definitiv nicht. Was bedeutet das jetzt nur ein Punkt? Jetzt muss man wieder auf dem Sofa sitzen, sich die Konkurrenz angucken, wie sie möglicherweise davon punktet? Ja, wir werden natürlich einen Blick auf die anderen Spiele haben, die jetzt morgen und am Sonntag passieren. Aber ich finde, dass wir drei Spiele haben, sind noch 9 Punkte zu vergeben. Und ich meine, mit 9 Punkten mehr sieht die Sache dann schon anders aus. Nur wir wissen auch, dass der Maßstab von der Einstellung her, von der Leidenschaft, das Spiel heute auch ist. Das müssen wir einfach auch nächste Woche und die Woche drauf und auch bei letzter Woche, des letzten Spieltag auch so angehen. Und dann werden wir definitiv auch belohnt, bin ich der Meinung. Okay, danke, Freddy. Kein Problem.